Vom Sakko-Knopf bis zum Spezial-LKW. Sowas bekommt man halt im normalen Geschäft nicht. 230.000 Artikel exklusiv für Landesbedienstete. Ein kleines Team managt jeden Tag tausende Bestellungen. Gefällt's nicht, gibt's nicht. Das ist Arbeitskleidung. Wenn Polizei, Justiz und Co. dienstlich auf Shoppingtour gehen, ist vor allem Maßarbeit gefragt. Die Boote sind letzten Endes auch wirklich mehr oder weniger Einzelstücke. Hanmünden, 6 Uhr morgens. Dienstbeginn im Logistikzentrum Niedersachsen, kurz LZN. Also ich probiere jetzt mal die 50 Aufträge auszudrucken. Ja. Für die Tests. Die erste Bewährungsprobe für den neuen Drucker. Wenn er nicht funktioniert, können die umliegenden Schulen nicht pünktlich mit Corona-Tests versorgt werden. Ja, ist alles korrekt. Glück für Thomas Schütze, denn ohne Lieferschein keine Lieferung. Immerhin handelt es sich um 200.000 Schnelltests. Außerdem erwartet der Lagerkoordinator heute noch eine größere Lieferung an sogenannter Hängeware. Und das alles neben dem Tagesgeschäft. Die Bestellungen landen unter anderem bei Josi Brinkmann. Die Kommissioniererin muss die bestellten Artikel in 6.000 Regalfächern finden und einsammeln. Das kann schon mal dauern. Wir müssen jetzt einmal nach oben, da wir unsere Forstsachen holen müssen. Unten lagert das Polizeikäppi, oben das Landesforstenhemd. Der Handscanner ist ihr wichtigstes Arbeitsmittel. Er verrät ihr für jede Box, wo die Ware liegt. Und dann läuft Josi Brinkmann von Regal zu Regal. Selten weniger als 15 Kilometer am Tag. 2 Wochen hat sie gebraucht, um sich im Lagersystem zurechtzufinden. Man weiß dann circa, wo alles ist. Man braucht zwar noch einen Moment zum Gucken. Aber es wird besser dann. Das LZN ist deutschlandweit einer der größten Ausrüster für Dienst- und Schutzkleidung. Von Hanmünden aus beliefert das Logistikzentrum Niedersachsen 120.000 Landesbedienstete von Polizei, Forst und Justiz. Nicht nur in ganz Norddeutschland, sondern auch in Bayern und Thüringen. Thomas Schütze arbeitet seit der Gründung vor 21 Jahren in der Kleiderkammer der Behörden. Seine Aufgabe, die leeren Fächer immer wieder auffüllen. Zu 99% kenne ich mich mit den Artikeln aus. Also ich kann schon ganz gut sagen, wo die Artikel untergebracht werden, weil ich das Lager organisiere. Um die große Vielfalt anbieten zu können, haben sie im LZN ein ausgeklügeltes Bekleidungssystem entwickelt. Wir versuchen, mit einem Artikel alle Kundengruppen abzudecken, sodass man wenig Sondermodelle hat. Also Sie haben ein Klettabzeichen auf dem Ärmel. Dieses Klettabzeichen lässt sich beliebig mit jedem Bundesland bestücken. Und bei Ausschreibungen ist es viel vorteilhafter. Man kann viel mehr Masse einkaufen und dadurch reduziert sich der Preis. Nur die Bayern pochen noch auf ihr eigenes Modell. Wer nicht zum LZN-Kundenkreis gehört, hat keine Chance, die Artikel zu kaufen. Ein Großteil des Sortiments sind exklusive Sonderanfertigungen. Eine Einsatzkombi, die vielleicht flammhemmend ist, oder eine Hose, die auch 3-4 Sekunden Brand aushalten muss. Sowas bekommt man halt im normalen Geschäft nicht. Den ganzen Tag kommen neue Artikel an. Stefan, du kannst hier immer noch Platz. Ja, fahr einfach dagegen. Thomas Schütze muss jede Anlieferung stichprobenartig kontrollieren. Stimmen Lieferschein und Inhalt nicht überein, schickt er die Pakete wieder zurück. Auf Hängeware, also Polizeijacken, die auf Bügeln hängen, wartet er noch immer.
Brake im Norden Niedersachsens. Auch dieses Spezialboot hat das LZN besorgt. Für Wasserschutzpolizist Christopher Hüllbrock steht gleich die erste Testfahrt an. Anderthalb Jahre hat er auf sein neues Gefährt gewartet. Ein letzter Check an Land. So wie es sein soll. Was frisch aus der Werft kommt, ist auch nichts anderes zu erwarten. Es wäre schlecht, wenn nicht. Ralf Wotzke hat das Streifenboot beim LZN in Auftrag gegeben. Mit klaren Kriterien. Wie schnell ist das Boot? Wie viele Leute möchte ich dauerhaft transportieren? Für welchen Bereich ist das Boot geeignet oder muss es geeignet sein? Ich habe hier in Brake eben die Weser. Es muss also flussgeeignet sein, es muss Flachwasser geeignet sein und es muss für die maritime Einsatzeinheit auch schnell sein und robust sein. Das sind Anforderungen, die wir recht pauschal formulieren, weil wir ja auch nicht vorgeben können, wir wollen ein Boot von A, B oder C, sondern uns ist es wichtig zu sagen, das sind die Leistungsdaten, die ein Boot erfüllen muss und danach wird es gebaut. Die Bestellung landet dann bei Jan-Henrik Schulze. Er muss solche Spezialbeschaffungen öffentlich ausschreiben und alle passenden Angebote neutral bewerten. Er fungiert also als eine Art Zwischenhändler. Das Problem, er hat den Bau nicht selbst in der Hand. Da ist die Schwierigkeit, dass wir teilweise sagen müssen, das hätten wir gerne, aber sagen dann so, der Zeitraum ist angegeben und dann wird es dann ein Zeitraum, der für alle unüberschaubar ist. Das Thema haben wir ständig und da haben wir das Problem einfach, dass wir den Dienststellen nicht gerecht werden können. Bei dem neuen Streifenboot liegt das LZN noch im Zeitplan. Bei der Beschaffung beispielsweise von neuen Elektroautos gibt es hingegen erheblichen Lieferverzug. Umso glücklicher ist Wasserschutzpolizist Christopher Hüllbrock, dass er in Brake nun wieder ein zweites Boot zur Verfügung hat. Jetzt muss es nur noch unbeschadet ins Wasser kommen. Ein Polizeiboot dieser Kategorie kostet zwischen 100 und 200.000 Euro, je nach Ausstattung. Erstmal sind sie extrem stabil gebaut. Die Boote müssen in den Einsätzen schon sehr viel aushalten. Wir fahren halt auch nicht nur bei schönem Wetter raus, sondern wenn es erforderlich ist, auch wirklich bei Sturm, Seegang, so wie es halt kommt. Und die Boote sind letzten Endes auch wirklich mehr oder weniger Einzelstücke. Christopher Hüllbrock prüft alles einmal durch. Funktionieren die elektronischen Geräte an Bord? Kommt das Boot auf seine Geschwindigkeit? Und wie verhält es sich in der Kurve? Denn er ist künftig nicht nur auf Streifenfahrten auf sein neues Boot angewiesen. Das andere ist die maritime Einsatzeinheit, wo wir dann länderübergreifend, ja, im Prinzip inzwischen bundesweit unterwegs sind. Bei allen möglichen Einsatzlagen, G20-Gipfel, Begleitung von Atomtransporten oder Demonstrationen. Was man sich so auf dem Wasser vorstellen kann, da sind wir mit dabei. Deswegen hat das Boot auch 250 PS, soll Windstärken bis 10 standhalten und schafft Geschwindigkeiten bis zu 50 Knoten. Das entspricht etwa 90 Stundenkilometern. Also ich bin zufrieden, sagen wir es mal so. Es ist ja nie eine völlige Überraschung, was man bekommt. Aber ich würde jetzt erst mal sagen, das Boot erfüllt auf jeden Fall die Erwartungen. Der erste Test ist geglückt. In zwei Wochen steht für ihn dann das große Manövertraining an. Dort wird Christopher Hüllbrock die Grenzen des Bootes ausreizen. Im Idealfall soll ihn das neue Gefährt 15 Jahre begleiten. Zurück in Hanmünden. 1000 neue Softshell-Jacken sind gerade angeliefert worden. Marita Müller und ihr Kollege müssen nun entscheiden, ob diese auch in den Verkauf gehen können. Bei der technischen Lieferkontrolle müssen Sie an jeder Jacke genau überprüfen, ob das Etikett mit den richtigen Angaben beschriftet ist. 100% Polyester, 40 Grad. Ob die Reißverschlüsse funktionieren. Und ob die vorgegebenen Maße eingehalten wurden. Jetzt habe ich natürlich. Nacheinander gehen Sie alle 21 Seiten vom Checkheft durch. Dennis Binkowski arbeitet seit einem Jahr in der Qualitätskontrolle. Das war mir gar nicht so bewusst, dass es doch so umfangreich ist und so viel auf jeden Fall, was man da alles machen muss. Und dass es doch so akribisch ist, dass doch wirklich hier so eine
so ein Bericht hier über 20 Seiten hat, das hätte ich niemals gedacht. Sie haben für jedes Kleidungsstück ein eigenes Muster. Die technische Lieferkontrolle kann sich hinziehen. Sie müssen noch 30 weitere Jacken durchchecken. Jetzt ist an, aus, an, aus. Den kann man auch auf Dauerleuchtung. Wenn Marita Müller oder Dennis Binkowski nur einen Fehler entdecken, müssen sie die Kontrolle ausweiten. Handelt es sich gar um einen Serienfehler, gehen alle 1000 Jacken zurück zum Hersteller. Dabei warten die Logistiker nebenan bereits auf das Produkt. Denn 500 Exemplare wurden im Webshop bereits vorbestellt. Das Prüflabor eine Etage höher. Stefanie Nant macht gerade die neue Funktionshose kaputt, aber nur, um sie gründlich zu prüfen. Mit dem Scheuertest setzt sie die Hose unter eine dauerhafte Belastung. Denn auch im Polizeialltag muss sie später einiges aushalten. Der Test dauert 5 Tage. Das Ergebnis vom Vorproduktionsmuster war schon vielversprechend. Hier kann man gut sehen, dass die alte Cargohose, das heißt das Baumwollmischgewebe, hier einen recht hohen Farbverlust zu verzeichnen hat. Und die neue Funktionshose sieht eigentlich noch aus wie im Neuzustand. 2 Jahre lang hat sie gemeinsam mit Designern und Polizisten an der Hose getüftelt. Bevor diese nun in Serie geht, muss sie auch durch den Reißtest. Ansonsten könnten wir ja gar nicht sagen, ob etwas in Ordnung ist oder nicht. Also ab und zu opfern wir einfach mal eine Hose. Oder ein Hemd oder ein Poloshirt. Die Bekleidungstechnikerin prüft nun, ob die Funktionshose eine Kraft von etwa 700 Newton aushält. Ja, schafft sie. Es ist richtig. Ja. Dann muss sie die Hose noch im sogenannten Lichtkasten prüfen. Schimmert das Polizeiblau sowohl unter Tages-, Kunst- als auch Kaufhauslicht so, wie es soll? Das ist wichtig, damit die Polizistinnen und Polizisten auch wirklich einheitlich unterwegs sind. Jetzt wartet Stefanie Nant noch auf das Ergebnis des Scheuertests. Erst dann kann sie die Serie für den Verkauf freigeben. Andernfalls muss sie die Hose nochmal produzieren lassen. Ein immenser Aufwand. Und das alles, um die Reklamationsquote so niedrig wie möglich zu halten. Gleich werden die Corona-Tests abgeholt. Auch sie gehören mittlerweile zum Sortiment des LZN. Nadine Schrader koordiniert die Auslieferung. Sie sorgt dafür, dass nicht nur die niedersächsischen Landesverwaltungen, sondern auch 3000 Schulen und zuletzt auch noch Kitas beliefert werden. Seitdem haben wir 213 Millionen Tests roundabout beschafft. Und in Hochzeiten bedeutet das für uns, dass wir eben bis zu 8 Millionen Tests pro Woche versendet haben. In Hannmünden konnten sie die Logistik dafür nicht stemmen. Also mussten sie eine extra Halle in der Region Hannover anmieten. Der genaue Standort bleibt geheim. Die größte Herausforderung war im Grunde in so kurzer Zeit diese immensen Mengen an Tests dann im Grunde einzubuchen und dann auch entsprechend die ganze Logistik aufzubauen, um das zu versenden, weil in dieser Größenordnung haben wir das ja zuvor nicht gehabt. Zeitweise musste das Logistikzentrum Niedersachsen über 20 neue Mitarbeiter einstellen. Mittlerweile hat sich die Lage ein wenig entspannt. Doch sollte es im Herbst eine neue Corona-Welle geben, ist das LZN den eigenen Angaben nach gut darauf vorbereitet. Die Justizvollzugsanstalt Sehende bei Hannover. Auch ein Kunde des LZN. Nicht nur das Wachpersonal bestellt seine Dienstkleidung über den Webshop. Auch die JVA-eigene Schlosserei stöbert häufig im Behördenkaufhaus des Nordens. Uwe Haarstrich ist als Werkstattleiter für die Bestellungen zuständig. Wir beschaffen beim LZN nicht nur unsere Schrauben und Zutaten und technischen Stoffe, die wir hier für die Produktion benötigen, sondern bis hin zu diesen großen Maschinen.
die alle über das LZN letztendlich ausgeschrieben werden und beschafft werden. Der Schultrakt. In einer Woche soll hier der neue Deutschkurs für Gefangene starten. Carsten Rehse wird ihn leiten. Doch vorher muss er noch Stifte und Blöcke bestellen. Wichtig dabei, es dürfen keine Metallstifte sein, aus Sicherheitsgründen. Als Lehrer der JVA hat er einen personalisierten Zugang zum Webshop des Logistikzentrums. Claudia, sag mal, für den Startkurs nächste Woche haben wir da noch Buntstifte? Buntstifte haben wir noch genug, aber ich habe eine. Carsten Rehse nimmt alle 3 Monate Sammelbestellungen aus seiner Abteilung entgegen, damit hier nicht jeder für sich bestellen muss. Der Webshop bietet ganz klar die Vorteile, das heißt, ich nicht bei 10 unterschiedlichen Anbietern erst schauen muss, wie das sich preislich gestaltet, sondern ich habe da die Übersicht für alle Sachen, die ich benötige. Nur wenige Minuten später landet die JVA-Bestellung automatisch in diesem Logistikzentrum in Basinghausen. Der Büromateriallieferant ist einer von vielen Vertragspartnern des LZN. 20.000 Artikel lagern hier. Jeder Stift, jede Heftklammer und jeder Block, die im LZN-Webshop bestellt werden, werden hier verpackt. Auch der Auftrag aus dem Gefängnis landet hier. Ausgedruckt geht er im noch leeren Paket dann auf Reise durch die einzelnen Stationen. Bis er schließlich bei Kommissionierer Bastian Kassel ankommt. Hier vor Ort sind jetzt die, die gut bestellt werden, Ware, die häufig bestellt wird, sehr viel bestellt wird. Und im Gegensatz dazu in dem Vertical Store, also in dem automatisierten Bereich, sind das mehr Artikel, die ein bisschen seltener bestellt werden. Und da haben wir halt enorm viel Lagerplatz, können da sehr, sehr viel Ware unterbringen und dadurch natürlich da einiges an Zeit sparen, was wir hier nicht hätten die Möglichkeit. Jeder Kommissionierer hat seinen eigenen Bereich. Ein System der kurzen Wege. Nachschub lagert in 10 Meter hohen Regalen. Zu Hochzeiten herrscht hier schon mal bis 2 Uhr nachts Betrieb. Immerhin werden jeden Tag etwa 26.000 Pakete gepackt. Alle Bestellungen bis 17 Uhr werden schon am Folgetag ausgeliefert, verspricht der Lieferant. Der nächste Vormittag in der JVA-Sehende. Der Paketbote ist da. JVA-Lehrer Carsten Rehse hofft, dass seine Bestellung dabei ist. Was haben wir denn? Was brauchst du denn? Guck mal, wo sie sind. Oh, guck mal, das kannst du mal. Jo. Und ein größeres müsste es noch sein. Größeres. Größer und schwerer. Ja, hier, da der. Ja. Morgen haben wir noch eine Nummer noch mal. Passt die? Passt. Wunderbar. Damit hat er für den Deutschsprachkurs nächste Woche nun alles zusammen. Ein neuer Tag in Hanmünden. Marzena Neuss nimmt die Retourpakete entgegen. 1,5 Rollwagen Arbeit warten auf sie. Das ist nichts. Wirklich. Das kann ich in einem Tag selber schaffen. Und mehr. Das kommt ihr ganz gelegen. Denn den großen Paketstapel von gestern muss sie heute auch noch bearbeiten. Etwa 120 Retouren überprüft Marzena Neuss am Tag. Sie hat einen speziellen Blick dafür entwickelt. Also ich gucke, ob die Sachen, die wir zurückbekommen haben, nicht getragen oder gewaschen sind. In diesem Fall die Schuhe. Da ist kein Fleck von Erde, die muss ich auch wegputzen. Die Schuhe müssen aussehen wie neu. Fussel, Tierhaare, Knicke. Ihr entgeht nichts. Marzena Neuss ist bereits seit 8 Jahren für die Retouren verantwortlich. Ist die Kleidung zu sehr abgenutzt, lehnt sie Rücksendungen auch ab. Was Retouren angeht, ist das LZN sehr streng. Umtauschen ist möglich, zurückgeben nicht. Also gefällt's nicht, gibt's nicht.
Das ist Arbeitskleidung, sage ich jetzt so, für die Polizisten. Auch Marzena Neuss ist stolz auf die geringe Retourquote des LZN. Sie liegt bei gerade mal 6%. Heißt also, nur jeder 16. Artikel landet nach der Bestellung wieder bei ihr. Davon können manch große Versandhändler nur träumen. Gebe ich das einfach weiter? So, Maja, den Artikel kannst du verräumen. Der ist freigegeben von der QS. Alles du klar. Weißt ja, wo das hinkommt. Ja. Alles bis später. Im Lager gibt es immer wieder Spitzenzeiten. Im Herbst zum Beispiel. Dann müssen allein in Niedersachsen 1000 neue Polizeischüler eingekleidet werden. Da helfen alle verfügbaren Hände mit. Innerhalb weniger Tage müssen sie hier dann 40.000 Artikel verpacken. Mit einem Tag Verspätung kommt dann endlich die Hängeware. Nur nicht die, die Lagerkoordinator Thomas Schütze erwartet hat. Die Ware ist zu früh geliefert. Der Lieferant hat die Sachen der Spedition schon übergeben und es kommt halt vor. Statt der geplanten 1000 Polizeijacken sind 73 Sakkos und Bläser für die Wasserschutzpolizei angekommen. Dennis Binkowski nimmt sich gleich 5 von ihnen mit für die technische Lieferkontrolle. Die Polizeijacken hängen indes beim Zoll in Dänemark fest. Das ist jetzt die sogenannte Biosocke. Die fühlt sich noch weicher an. Thomas Schütze sieht die Mustersocken zum ersten Mal. Sie sind ein Herzensprojekt von Bekleidungstechnikerin Silke Richter. Sie ist im LZN für die nachhaltigen Produkte zuständig. Bei der Öko-Socke soll es nicht bleiben. Geht es nach ihr, sollen die Landesbediensteten bald noch mehr Auswahl an nachhaltiger Kleidung haben. Die nächste Planung wäre unsere Chinohose. Das ist dann fast eine reine Baumwolle, 98% Baumwolle. Da sind wir aber noch daran, das richtige Material zu finden. Nachhaltigkeit ist schön, aber die Ware muss natürlich auch für unsere Träger entsprechend langwierig haltbar sein. Und das ist bei Biobaumwolle im Moment etwas schwierig, da die richtige Ware zu finden. Da sind wir aber dran. Und ich hoffe, dass wir die nächste Ausschreibung schon mit der nachhaltigen Chinohose machen können. Schon jetzt sind Socken der Renner im LZN-Webshop. Im letzten Jahr wurden über 300.000 Paare verkauft. Kein Kleidungsartikel wurde häufiger bestellt. Bis die Öko-Socken online erhältlich sein werden, wird es aber noch ein paar Monate dauern. Elze, knapp 40 Kilometer südlich von Hannover. Hier rüsten sie Autos und Lkw zu Einsatzfahrzeugen für Feuerwehr, THW und Polizei um. Und auch hier mischt wieder das LZN mit. Das Logistikzentrum Niedersachsen hat gerade erst 150 Autos für die Landespolizei ausgeschrieben. Die Karosseriebauer aus Elze haben den Zuschlag erhalten. Wir müssen die Sondersignalanlagen noch aufbauen. Alles, was die Polizei Niedersachsen wünscht. Anhaltesignalgeber vorne, hinten in der Heckklappe, auf dem Dach eine Funkantenne, Dachbalken, Rundumkennleuchte hinten. Dann wird das Auto in die Seite der Halle gefahren. Da wird es dann vorne komplett zerlegt, sprich Sitze raus, Cyberarmaturenbrett wird auseinandergebaut, Teppich kommt raus, sodass wir dann halt alles verkabeln können. Umkehrschluss ist, wir bauen es alles wieder ein, wie das Fahrzeug hierher kam, wird geprüft und wenn dann alles funktioniert, ist das Auto praktisch fertig für die Auslieferung. Ich gehe von hier aus Loch Anfang, du gehst Loch Ende. Innenkante? Nach Loch Ende bei dir. 130,5. 8 Wochen bleiben noch. Dann müssen Darek Burgmann und seine Kollegen den Prototyp fertig haben. Sehr spannend, klar. Es ist ja auch jedes Polizeiauto anders, sage ich mal. Ne? Also es ist wirklich jedes Auto vom Umfang her eine neue Herausforderung. Eine Halle weiter. Das gleiche Prozedere, nur eine Nummer größer. Diesen Lastwagen rüsten die Elzer für die Feuerwehr um. Zum Dekontaminationsfahrzeug. Auch diese Beschaffung lief über das LZN.
Christopher Arndt leitet das Projekt. Sein Vorteil, er ist selbst in der Freiwilligen Feuerwehr und weiß, worauf es ankommt. Kelly, jo. Wie sieht's aus? Alles gut. Also Hecke sind, glaube ich, die Morde fertig. Innenbeleuchtung ist ja gleich soweit. Das ist doch gut. Ihr müsst dran denken, hier kommt ein Roof-Safety-Airbag rein. Ernsthaft? Ja. Okay. Der Airbag sorgt dafür, dass sich auf dem Dach weder Eis noch Wasser sammelt. Dieses Fahrzeug wird am Ende modular mit Rollwagen ausgestattet, die hier stehen. Die sind auch schon teilweise fertig. Die ganze Beladung von dem Auto ist hinterher eine riesen Duschstraße für Menschen, die nach Chemikalienunfällen oder atomaren Unfällen benutzt wird, um die Verunreinigungen oder Schadstoffe, mit denen Leute belastet sind, abzuwaschen. Im Herbst müssen sie fertig sein. Dann sollen gleich drei solcher Dekontaminationsfahrzeuge übergeben werden. Eine neue Woche im LZN. Morgen. Seit Beginn des Krieges Ende Februar startet der Montag immer mit einer Taskforce-Sitzung Ukraine. Denn das LZN versorgt auch die Landesaufnahmebehörden. Okay. Fangen wir an. Wir haben eine große Beschaffung über Erste-Hilfe-Station. Es soll eine 24/7 Erste-Hilfe-Station ausgeschrieben werden. Aber der Auftragswert wurde nicht mit veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht was zu sagen könntest. Ja, nach meiner Information sind es ca. 600.000 Euro brutto. Damit soll die Notfallversorgung für ukrainische Geflüchtete sichergestellt werden. Was viele nicht wissen, das LZN beschafft nicht nur Uniformen, Einsatzfahrzeuge und Corona-Tests, sondern vermittelt auch Dienstleistungen. Es ist das Aufgabengebiet von Sebastian Fricke. Anzahl an Geflüchteten. Wir rechnen damit, dass möglicherweise auch Übersetzungsleistungen zukünftig noch mehr angefragt werden. Außerdem müssen sie ständig Körperhygienesets, Handtücher und Bettwäsche besorgen. Erst die Corona-Pandemie und jetzt der Krieg in der Ukraine. Das stellt auch LZN-Geschäftsführer Frank Hinze und sein Team vor immer neue Herausforderungen. Aber erstmal sind wir da zuversichtlich. Genau. Jetzt mit dem neuen Sonderprojekt oder der neuen Sonderaufgabe ist das natürlich eine immense Belastung für unsere Leute. Der zeitliche Faktor kommt noch hinzu. Das sind alles Beschaffungen, die innerhalb kürzester Zeit realisiert werden müssen. Parallel muss das Tagesgeschäft für die 150 LZN-Mitarbeiter weiterlaufen. Und auch dort gibt es immer wieder sehr ausgefallene Behördenwünsche. Babys oder Kindern. Das Kurioseste, was wir je beschafft haben, oder an das ich mich erinnern kann, ist ein Seehundvergrämer für den Kampfmittelbeseitigungsdienst, der bei der Sprengung von Weltkriegsbomben in der Nordsee vorher die Seehunde vertreiben muss. Oder aber auch Fernseher für die Gefängnisse, die zum Beispiel ein durchsichtiges Gehäuse haben, damit man sofort sehen kann, wenn die manipuliert werden. Waffen und Munition beschafft das Logistikzentrum Niedersachsen nicht. Für alle anderen Sonderwünsche, ob klein oder groß, versuchen die Mitarbeitenden eine Lösung zu finden. Von Ökosocke bis Polizeiboot.